die Mannschaft lebt, und das hat man heute auch gesehen. Sicherlich ist diese Pressekonferenz die schwierigste für mich, weil wir uns nicht belohnt haben für ein ordentliches Spiel. Wir waren erste Halbzeit die überlegene Mannschaft. Liegen durch ein unglückliches Tor 1-0 zurück, kommen zurück mit dem 1-1 vor der Pause. Frische Leistung war, auch die notwendige Bereitschaft, da kann ich der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Wir haben uns heute leider wieder nicht belohnt, es war in Auerbach ähnlich, heute noch viel gravierender, weil wir ordentlich Fußball gespielt haben. Schießen auch zwei Tore, das war uns in der Vergangenheit auch nicht vergönnt, auf eigenem Platz, und stehen am Ende mit leeren Händen da. Hat uns viel vorgenommen für die zweite Halbzeit und kassieren dann durch einen absolut individuellen Fehler. Das darf einem Innenverteidiger einfach nicht passieren, das 2:1. Schiedsrichterleistung, aber es gibt zwei Karten, die Schiedsrichter in der Tasche haben, und er hat die falsche gezogen bei einer solchen Attacke. Da gibt es für mich gar keine andere Wahl, als die rote Karte zu ziehen. Pascal Borowski hat eine schwere Schienbeinprellung. Es hätte auch anders ausgehen können, aber wollen wir mal gucken, aber wird wahrscheinlich erst mal 2-3 Tage aussetzen. Hey!